Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Monkey Island 2, LeChucks Rache. Wir sind immer noch dabei, die Insel hier zu erkunden. Wutik haben wir schon durchforstet, wir waren auch am Strand und haben schmissige Lieder gesungen. Fehlen hier noch ein paar Orte und wir machen weiter im Sumpf. Oh. Sieht sumpfig aus, der Sumpf. Und die Musik kommt uns doch schon bekannt vor aus dem letzten Teil. Internationaler Markt für Mojo. Ein Sarg. Ob wir hier wohl auf eine alte Bekannte treffen? Der Sarg funktioniert als Boot. Und tatsächlich, wir kommen zu einer alten Hütte. Und Galbash wurde zerquetscht. Oder auch nicht. Wo sind wir denn hier? Ist das etwa ein Voodoo-Shop? Die gebundene Ausgabe vom Voodoo-Magazin. Aha. Unbeschriftete Flaschen. Alle unbeschriftet. Oh. Asche zu Leben. Gegen frühzeitige Kremation. Warzenentferner. Katzenentwurmer. Stinktierzehen. Eau de Mojo. Das mystische Aroma des Voodoos in einer erquickenden Mischung. Was haben wir noch? Zarter Touch Piratenpuder. Verhindert Stumpfreibung und Augenklappenreizung. Goldene Zunge. Die 5-Tage-Kur, die hilft, mit Frauen zu reden. Oh. Spinnenlungen. Ohne Beschreibung. Fruchtcocktail in Sirup. Bäh. Nicht schon wieder. Fledermauswachs. Ein Schädel. Vorführmodell. Ein Faden. Sieht wie ein Bindfaden aus. Können wir hier was von mitnehmen? Ein Schädel zum Beispiel? Nee. Den Faden. Ja, davon können wir ein wenig mitnehmen. Und ich hätte gerne goldene Zunge. Nein, danke, das brauche ich nicht. Nein? Ja, weil du so erfolgreich mit Elaine warst oder was. Wenn die doch nichts von dir wissen will, Guybrush, vielleicht hilft es. Dann vielleicht etwas Eau de Mojo? Nein, danke. Nicht, Voodoo ist nicht gerade für gute Gerüche berühmt, das stimmt wohl. Na naja, gut, wenn du hier sonst nichts brauchst, dann gehen wir doch mal hier hinten. Hier hinten hin, hier scheint es ja weiter zu gehen. Guybrush Threepwood, es ist lange her, seitdem du das letzte Mal zu mir kamst. Ja? Kennen wir uns nicht irgendwoher? Ah, wir vergessen oft die, die uns am meisten helfen. Ja, das tun wir. Ich war es, der dir half, LeChuck zu beseitigen. Ich sagte dir, wo du die magische Malzwurzel findest und wie du daraus die mächtige Anti-Geist-Mischung brauen konntest. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Aber waren das nicht die Kannibalen? Haben die mir nicht die Wurzel gegeben und die mir nicht gesagt, wie man daraus was braut? Ja. Aber ist nett, dass wir uns wiedersehen. Wie geht's denn so? Wie läuft denn das Geschäft? Sehr gut, viel Hexerei diese Woche. Habe viele Leute vor dem bösen Blick gerettet. Habe viele Goldstücke gemacht. Aber Lago hat sich die meisten davon genommen. Lago schon wieder, dieser Bösewicht. Los, erzählen Sie mir mal was von diesem Lago. Er ist ein schwacher kleiner Mann, der die ganze Insel herumkommandiert. Viele Leute haben Angst vor ihm, weil er mal die rechte Hand von LeChuck war. Aber LeChuck war einmal, ich habe ihn selber zerstört. Das wahre Böse kann nie vollkommen zerstört werden. Du wirst sehen. Und warum verfluchen Sie Lago nicht einfach? Sie können doch sowas. Das habe ich probiert. Aber die mächtigste Magie liegt in einer Voodoo-Puppe. Um eine wirklich effektive Puppe zu bauen, brauche ich einige persönliche Dinge von Lago. Aber niemand ist tapfer genug, sie mir zu besorgen.
Ich bin tapfer, ich bin Pirat. Ja, ja, ich habe 3 Prüfungen bestanden und habe ihn schon einmal besiegt. Was für Zutaten braucht man denn für eine solche Puppe? Wirst du mir helfen? Vielleicht. Damit es funktioniert, brauche ich einige persönliche Dinge des Opfers. Je eines von den 4 Voodoo-Gruppen. Etwas vom Faden, etwas vom Kopf, etwas vom Körper und etwas vom Tod. Ja, klingt ja sehr mysteriös. Für den Faden brauche ich etwas von Lagos Kleidung und eine Locke von seinem Kopf. Eine Probe irgendeiner Körperflüssigkeit dazu und von einem seiner toten Vorfahren musst du einen Überrest einer Leiche beschaffen. Hier, nimm diese Einkaufsliste. Hey, danke. Nun geh. Geh! Geh! Okay. Tolle Rezepte aus dem internationalen Markt des Mojo. Seite 193. Tante Usens Spezialrezept für Voodoo-Puppen. Etwas vom Faden, etwas vom Kopf, etwas vom Körper und etwas vom Tod. Da haben wir noch nichts von. Aber dann haben wir jetzt immerhin Auftrag und haben mal eine Idee, wie wir diesem Lago beikommen könnten. Das heißt, wir müssen ein paar Sachen von ihm finden. Vielleicht gelingt uns ja schon in dieser Folge, das erste Teil zu finden. Aber vorher hole ich mir erstmal einen Eimer voll Schlamm. Wow, ein ganzer Eimer voll Schlamm. Und der gehört mir allein. Klasse. Gut, dann gehen wir doch direkt mal hier weiter unten zum Friedhof. Und da wir auch etwas vom Tod brauchen, haben wir hier vielleicht Glück. Schauen wir uns hier mal genauer um. Die Rickets betreten verboten. Stans gemütliche Gruft. Hier lassen sie ihre sterbliche Hülle und nicht ihr ganzes Geld. Die Quagmires betreten verboten. Die Grouts betreten verboten. Warnung, Quarantänegruft. Oh oh. Die hier begrabenen starben am Grünfingerfieber. Ah, dann lasse ich die mal besser auch in Ruhe. Was haben wir hier noch? Stans preiswerte Kreuze. Der Schmuck für Gräber, die nicht viel kosten dürfen. Hier ist noch ein einzelnes. Hier liegt Hank Plank. Kennt jemand diesen Namen? Er hatte kein Geld bei sich, als er starb. Und ich suche noch jemanden, der die Beerdigung zahlt. Stan. Ja. Hier liegt Nibbles, der Hund. Er war ein böser Hund. Wir sind froh, dass er tot ist. Genauso läuft es. Da hinten ist noch mehr. Ein Grabstein. Das Grab des unbekannten Piraten. Das Grab des unbekannten Kabinenburschen. Das Grab des unbekannten Betrunkenen, den wir in seinem Erbrochenen liegend am Strand gefunden haben. Diese Stellen halten wir für zukünftige VIP-Kunden frei. Okay. Dann haben wir da oben noch ein paar Gräber. Oh. Ein paar besondere Gräber. Hier liegt Daredevil Jim McDowell. Die Hand aus Stahl, das Bein aus Holz. Er scheute kein Risiko und war darauf stolz. Jim führte ein Leben voller Saus und Braus, doch dann gingen ihm die Gliedmaßen aus. Wie schön. Kein Mann konnte Jean-Louis etwas befehlen, nicht auf dem Wasser, erst recht nicht an Land. Jean konnte sich alles einfach nehmen und stehlen, bis ihn der Captain mit seiner Tochter fand. Es war ein Pirat aus Jamaika, der hatte eine Balalaika. Er zupfte die Saiten, wir konnten's nicht leiden. Jetzt spielt er unter der Erde weiter. Mit seiner Balalaika. Und wer lebt hier? Marco Lago La Grande, Teufel von Seeluft und Land. Zum Glück ist er tot, seit Jahren schon. Zum Pech lebt allerdings noch sein Sohn. Da sieh mal einer an.
Da sieh mal einer an. Da können wir ja vielleicht die erste Zutat schon besorgen. Ein unheimliches Gefühl. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich schwöre, beim Grab meines Großvaters etwas Seltsames passiert hier. Ja gut, hast du dir zum Glück die Hose wieder hochgezogen? Ich bin dir sehr dankbar, Kaibosch. Eklig, ja. Ist nicht so schön, das stimmt wohl. Aber damit haben wir eins von vier schon erledigt. Wir haben jetzt etwas vom Tod. Ich würde sagen, das liefern wir auch direkt mal ab. Also, zurück zum Sumpf. Und dann rudern wir mal wieder zur Voodoo-Lady. Die uns übrigens noch überhaupt nicht ihren Namen verraten hat. Aber ich glaube, Voodoo-Ladies brauchen keinen Namen. Es würde etwas des Mysteriums zerstören, wenn wir auf einmal wüssten, dass sie... Ja, Gertrude Meier hieße oder so, das wäre jetzt nicht so mystisch. Wieder da, Mr. Threepwood. Ja, und ich hab auch was für die Voodoo-Puppe, aber zunächst wüsste ich gerne etwas über meine Zukunft. Ich sehe eine steinige Straße, Guybrush. Die Dinge liefen nicht mehr so toll, nachdem du LeChuck vernichtet hattest, nicht wahr? Die Menschen wollten immer mehr. Du musstest dich immer und immer wieder neu beweisen. Der Druck stieg, bis du alles verloren hattest. Deinen Ruhm, deinen Reichtum und die eine, die du liebst. Okay, ja, das reicht. Ah. Na toll, jetzt bin ich deprimiert. Danke, Voodoo Lady. Also, wegen dieser Voodoo-Puppe. Hast du mir die Zutaten gebracht? Ja, zumindest eine. Ich habe einen Knochen seines Großvaters. Perfekt. Hast du noch weitere Zutaten? Nein, was war das denn nochmal für welche? So wie es auf der Einkaufsliste steht. Etwas von seinen Haaren, etwas von seinen Kleidern, etwas von seiner Körperflüssigkeit. Und das ist alles. Nun geh. Na gut, dann gehe ich. Beziehungsweise ich ruder. Und wenn ich hier die ganze Zeit klicke übrigens, dann rudert das auch allein durch Voodoo, ohne dass ich mich abstützen muss. Seht mal. Voodoo. So, hier darfst du auch einmal nochmal rudern. Keine Lust mehr zu klicken. So, damit haben wir die erste Zutat in dieser Folge schon besorgt. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um weitere Zutaten. Mal sehen, was wir alles so auftreiben können. Ich würde sagen, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.